Grüßt euch und herzlich willkommen zum siebten Teil zum Bau meiner Spülnullanlage. In diesem Teil gehe ich mal ein Thema an, das ich bisher immer sträflich vernachlässigt habe. Und zwar, ihr werdet es gleich sehen, ich habe es schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir einen Hintergrund gegönnt. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt habe ich das Ganze schon mal ein bisschen in Reihe und Glied gebracht, quasi ein bisschen sortiert nach. Und ich finde, der ist schon sehr schön. Das ist auf Polystyrolplatten, also so Kunststoff. Und der ist relativ flexibel. Das heißt, ich werde den wohl unten festmachen. Ich habe mir überlegt, dafür nehme ich Magnetband. Das probiere ich zumindest mal. Und nach oben hin werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen und das mit Schnüren an der Decke irgendwie festmachen müssen. So, dann fange ich mal mit dem ganzen Prozedere an. Und zwar ist der Hintergrund so gestaltet, dass ich hier quasi in dem Eck anfange und mich dann nach drüben hin herumarbeite quasi. Und da der freischwebend ist, weil ich nicht an die Wand kann, weil die im Sommer an manchen Stellen, wie hier hinten zum Beispiel, sieht man ja, recht feucht wird, muss ich die quasi... Ja, deswegen gestalte ich das Ganze einfach abnehmbar. Und dann kommt der im Sommer hier zumindest in dem Eck, wo es schwierig ist, runter. Dann stelle ich den am Boden oder lege den irgendwo hin und dann ist gut. So, und jetzt fangen wir an. Jetzt muss ich hier als erstes, wie ihr seht, habe ich hier schon ein Brett vorbereitet. Das muss jetzt hier hinten rein, weil ich dann hier quasi in der S-Linie rum muss, um die Therme. Genau, jetzt installiere ich mal das Brett und dann probieren wir es einfach aus. Jetzt habe ich das Brett schon installiert. Ich habe es jetzt erstmal nur hingeschraubt. Ich glaube, ich lasse es auch bloß geschraubt, weil ich es dann zur Not auch mal wegmachen kann. Und jetzt haben wir hier gleich ein paar Zentimeter mehr Anlagenfläche gewonnen. So, den ersten Teil habe ich jetzt mal vorfixiert. Aber ich sehe schon hier hinten, hält es nicht so ganz mit dem Magnetband. Jetzt messe ich das aus, quasi die Distanz von... Na, wo ist der Finger? Da, bis zur Wand. Und dann oben auch. Und dann werde ich das mit dem Heißföhn so ein bisschen anpassen. So, jetzt habe ich es mit dem Heißluftföhn so ein bisschen gebogen. Und jetzt steht es zumindest von allein. Aber das war eine echt schwere Geburt. Man sieht es hier auch so ein bisschen. Es ist so ein bisschen ausgebeult, da war es zu heiß dann. Das war ein rechter Dreck. Also da habe ich mich schon echt, blöd angestellt. Aber jetzt kommen erstmal gerade Stücke hier am Ende. Muss ich dann schauen, weil ich da eigentlich im Bogen um die Kurve will. Also hier so rum. Das muss ich schauen. Vielleicht mache ich es auch eckig einfach, bevor ich mir den Hintergrund kaputt mache oder so. Das erste und das zweite Hintergrundbeutel habe ich jetzt schon installiert. Ich muss sagen, es ist ein bisschen mühsam, aber man kann es jetzt eigentlich ganz gut handeln, das Ganze. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel das einfach wegdrücken, weil oben hängt es noch an Angelschnüren und dann kann ich das einfach, wenn ich irgendwas machen muss mit den Segmenten, kann ich das einfach wieder quasi ranziehen. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt dann die Ecke. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich keine Biegung reinmache. So, jetzt habe ich die dritte Platte montiert. Und jetzt sind wir schon ums Eck rum. So, dala. Jetzt habe ich die zweite Seite soweit fertig, bis zum Eck. Ich habe jetzt das hier. Da habe ich jetzt zwei Teile draus gemacht, weil ich das im Sommer dann eh wegtun muss, wegen der Ecke. Genau, und jetzt geht es dann mit der Seite weiter. Jetzt bin ich mittlerweile hier um die Ecke rum. Mein kleiner Ort ist schon installiert. Und jetzt bin ich schon hier vorne, fast bei der Tür. Es wird langsam. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich zeige euch, wie ich das auf der Seite gemacht habe. Auf der Seite habe ich nämlich zu wenig Platz, dass ich das vernünftig fixieren kann, weil da die Distanz zur Wand zu kurz ist. Und da habe ich mir aus einem Winkel, habe ich mir einfach so ein bisschen was zurechtgeschustert, dass ich das so ein bisschen hier quasi, das schraube ich hier hin.
Und dann kann ich das nämlich einfach da ablegen drauf. So. Und dann richte ich mir das schön aus und klebe die Magnetklebebänder hin. Da kann ich jetzt hier mit dem Stift Markierungen machen, wo meine Bänder sind. Die Bänder halten es sowieso nicht von sich aus. Die dienen nur zur Fixierung an der Platte. Genau, und jetzt nehme ich mir hier mal so einen Streifen. Ich fixiere das zusätzlich noch vorne und hinten mit ein, zwei, drei Tröpfchen Sekundenkleber. Dann klebe ich das hier hin. Im Prinzip ist das so ein bisschen, ja, eine Notlösung. Also idealer ist es, wenn man eine schöne, gerade, rechtwinklige Wand hat, wo man richtig schön hin kann, die auch noch trocken ist. Das wäre ein Träumchen. Aber das ist leider hier nicht so. Deswegen muss ich hier so ein bisschen improvisieren. So, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das schon ganz gut fixieren. Wie gesagt, das hält von sich aus nicht. Für meine Fixierung an der Decke nehme ich eine ganz gewöhnliche Angelschnur. Die hält knappe 18 Kilo. Ich nehme mal an, dass die dann auch 18 Kilo hält. Da sollte die kein Problem haben mit den Platten. Die sind an sich nicht schwer. Da wird jede Platte so, weiß ich nicht, maximal 1 bis 1,5 Kilo haben, hätte ich jetzt mal gesagt. Dann habe ich so Haken fürs Bad, wo man Waschlappen hinhängen kann oder sonst was. Habe hier schon so Schlaufen gemacht, die mit Sekundenkleber fixiert. Und dann mache ich so ein bisschen auf Spannung. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. So, dass das quasi einfach bloß von der Rückseite hingeklebt wird. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. So, das ist schon enger. Machen wir es ein bisschen gerade. Dass das nicht hin und her wabert, obenrum, und ein bisschen verbunden sind, mache ich mir hier so Kunststoffresten einfach. Da habe ich auch so Magnetstreifen hingeklebt. Auf der Rückseite habe ich schon von der anderen Seite die Magnetstreifen. Und dann kann ich das da einfach, und schon ist das relativ stabil. Und für oben habe ich hier mir Ding vorbereitet, zwei Klettstreifen, beziehungsweise drei, und dann kann ich das, ja, dauerhaft verbinden, sagen wir mal so. Da habe ich mir ein bisschen wenig Platz gelassen. So, und hier auch noch. Gut, und schon ist das eine feine Sache. Und von hinten schaut es dann so aus. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Aber so schaut es aus. Jetzt bin ich mittlerweile einmal rum. Und jetzt gefällt es mir richtig gut. Ursprünglich hatte ich diesen Teil gar nicht vorgesehen. Also quasi ab hier. Aber nachdem ich dann fertig war, habe ich mir gedacht, das schaut gar nicht gut aus, weil man dann hier trotzdem die Rohre gesehen hätte. Und na gut, ich habe halt gedacht ursprünglich, dass hier der Wasserfall hinkommt und dass das dann recht hoch wird und hier Berg. Aber ja, ich glaube, das macht schon Sinn, dass ich da dahinter jetzt was habe. Und ich habe halt auch bei der Gelegenheit gleich hier das kaputte Teil ersetzt. Weil es mich dann doch so ein bisschen gefuchst hat. Und jetzt schaut es richtig klasse aus. Und an dieser Stelle möchte ich auch dem Herrn Christian Tölk von modellwarning.de danken, der mich super beraten hat und der sich viel Zeit genommen hat und der das echt super gemacht hat. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Macht auch meines Erachtens nach gute Preise. Geht auf individuelle Kundenwünsche ein. Und ich finde, es ist richtig super geworden. Jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu meinem Kupplungsvideo. Und zwar habe ich die ganzen Ruhehaken. Anscheinend ist es auch nicht üblich, dass Wägen Ruhehaken haben oder nicht alle Wägen Ruhehaken haben.
habe ich die jetzt wieder weggemacht, weil die auch in der Praxis nicht praktikabel waren. Das war zu hakelig. Ich hänge die jetzt einfach an dem eigentlichen Kupplungshaken ein. Und das passt auch. Das geht auch wunderbar. Ich muss mir mal überlegen, ob ich die Kupplungen, das Gewinde einfach mit einem Tröpfchen Sekundenkleber irgendwie festmache. Dann kannst du mir die auch gar nicht mehr abdrehen. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Und dann habe ich noch ein, ja, Anliegen. Und zwar habe ich jetzt seit ein, zwei Tagen mit meiner BR64 ein Problem und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar macht die Folgendes: Wenn ich vorwärts fahre, dann hakelt die. Oh, das war jetzt zu schnell. Rückwärts fahren ging meistens. Aber im Vorwärtsfahren hakelt die dann so und fährt sich dann fest. Und das Rad ist dann auch so richtig fest, das lässt sich dann nicht mehr bewegen. Normalerweise hat es ja so ein bisschen Spiel. Und jetzt habe ich schon eine E-Mail an Lenz geschrieben und das Problem geschildert. Rückwärts geht dann wieder. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich sie einschicken muss oder nicht. Ich halte euch darüber mal auf dem Laufenden. Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem. Vielleicht lässt sich es auch so lösen. Mal sehen. Gut, nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Eisenbahnen. Bis zum nächsten Mal.